Ja, ich nehme wieder auf. Willst du wieder nicht begrüßen? Okay, dann begrüß wieder nicht. Ach, wir kriegen eine Quest. Herrscher Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Das werden dann wir verhindern. Dann werde ich dem ein Ende setzen. Ich der auch. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Ah, der Schmied. Ja. Bleib mal stehen! Zeig mir mal deinen Rücken, damit das jeder sieht. Du läufst jetzt Werbung. Für was eigentlich? Für oh, ich habe eben in dich drin gestanden. What the fuck? Ja. Ich habe ein paar neue Waren. Also das noch ja. Ah, das ist noch ein Händler, ne? Naja, und der hat auch andere Ware und so. Ach was. War das, by the way, noch ein Händler? Seid war das ihr Hedrick? Schmied? Der bist Kapitän du Hedrick? Sagte, ihr könntet mir dabei helfen, Leorics Krone zu finden. Oh, das kann wieder nur eine Nicht Frau jetzt. Machen. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Ihr tragt eine schwere Bürde. Ich werde euch helfen. So, warte, bevor du losläufst, ne? Ja, ich warte will mal kurz. Mit dem Handwerker labern und so. Nee, jetzt laber mal nicht. Ich muss jetzt mal was sagen. Also, du stellst dich vor die Figur und fragst, seid ihr Hedrick? Und da steht oben groß drüber. Bist du zufällig blond? Zufälligerweise ja. Ach so. Aber guck doch mal auf das Bild, wenn ich unten habe. Ich sehe ein bisschen aus wie so Eroland oder wie auch immer die da aus Herr der Ringe heißen. Na okay, Keller, so. Der verdammt. Los, ab in den Keller. Ach, verdammt. Er wartet hier schon. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe hier nur eine Riesenschrift. Freunde, es tut mir leid. Tut eure Pflicht. Auch nicht schwer. Oh. Ja, meine Liebe, bitte vergib mir. Oh. Hilf mir. Das wird natürlich ein riesiger Monster. Oh, die Arme. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Ihr schuldet mir nichts. Das aber ich würde eure Hilfe auf meiner Suche nach Leorics Krone begrüßen. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Wieso? Der macht Party. Ach so, ich soll weiterdrücken. Oh, ich muss gleich niesen. Speer. Warte, ich muss mich mal kurz. Gesundheit. So. Danke. Du hast es ja Gott sei Dank nicht gehört. Oh, das hat gezogen. Ah, ein Tor. Und noch ein neuer Weg, ein neuer Speicherpunkt. Idealer Punkt, um eine Pause zu machen. Schon wieder? Ich habe einen Baumstumpf getötet. Mein Gott. Jetzt muss ich husten, weil ich genießt habe. Verstanden. Komplett verstanden. Auch gar nicht unlogisch. Die fliegen so schön weg. Oh, das war jetzt sinnlos. Ah, ich habe gleich wieder genug Zorn. Ich bin Stufe 7. Oh, die schmeißen alle Heiltränke von sich hier, ne? Das ist gut. Ja, das sind aber nur so eine kleine. Ist ja egal. Die kosten nichts. Was nichts kostet, ist gut. Oh, denen fehlen die Beine. Die aber trotzdem noch auf uns zukriegen. Ja. Und bei Walking Dead. Ja.
Gegnerteile. Massaker. 11 Monster getötet. Massaker. Das ist mein neuer Spitzname. Nenne mich bitte jetzt Massaker. Da ist so ein Beuteding auf dem Fokus. Oh, die armen Schweine. Das sind doch nur kleine Monster. Hier! Unterleibige, Oberleibige. Nachher greifen uns in der zweiten Phase greifen uns die Unterleibe an. Wer weiß, was die für Geheimwaffen haben. Die furzen uns dann an oder so. Und dann sterben wir einfach. Nee, die explodieren. Oh mein Gott, die kommen aus dem Wald. Das ist ein kleines Gebüsch. Aus dem Gebüsch. Ich hab dich jetzt nicht verstanden. Wir nehmen in der Ecke nach, egal. Ja, wir müssen hier unten runter, kann das sein? Achso, ich werd aufgehalten. Ich wollte eigentlich nach dem Weg fragen, dachte ich. Ja, natürlich. Hier so unten ist so ein blauer Pfeil bei mir. Müssen wir da lang? Du? Hier ist so ein blauer Pfeil. Ja, ich weiß nicht, was der bedeuten soll. Achso. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so glücklich bin. Monster auf dem Friedhof töten, töten, töten. Das macht doch Spaß. Das hat was. Oh ja. Halt. Gold. Ich guck mich noch um. Du platschst durch ein Wasser. Da geht's weiter. Nee, hier sind Gegner. Was? Ich hab den Ausgang gefunden. Ja, wo bist du denn jetzt lang gegangen? Ich hab jetzt gekämpft. Ach, da. Entschuldigung. Musstest du da über so eine Pflasterstraße gehen? Naja, wir sind da. So, jetzt gibt es hier drei Eingänge. Ach so, hier. Oh! Ich dachte schon, ich wollte jetzt schon hier. Nein, es gibt drei Eingänge und nur einer davon ist der richtige. Lass uns hier als erstes dann reingehen. Weite Krypta! Die machen so schöne Geräusche. Oh, ganz viel Gold. Oh, das hat sich gelohnt. Ganz viel Gold. Ja, Zahngold. Fucker. Was denn? Naja, während der Kampfpassagen höre ich dich aber sehr schlecht. Ja, passiert halt. Ja, da musst du einfach ein bisschen lauter. Halt! Da ist wieder so ein Schatzsucher. Da waren aber 23 Gold. Ah, der Schatzgräber hat viel mehr. Auf ihn! Ja. Oh, da portest du dich raus, wenn du da befinden. Aha, alles klar. Aber erstmal müssen wir hier uns umgucken, ob die Krone ist. Nee, ich glaube, wir sind hier durch, ne? Na, da ist jetzt noch weiter hier. Warum haben wir jetzt so geleuchtet? Ach, hier ist nicht. Ja, okay, hier ist nichts. Sind wir verstrahlt?
Ja, dann können wir wieder so zu dieser... schön verstrahlt. Ah, Gold, 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 Gold. Das war Feegold, das war Katzengold. Das war Barbaren-Reinleggold. Barbaren-Reinleggold? Ja. So ein Gold, so gibt's sogar. Soll ich jetzt hier auf diese Tante tippen, da, oder was das ist? Diese Friedhof Tante der Verlassenen? Tippen. Da soll ich jetzt rauf tippen. Ja, tipp darauf, dann bist du wieder auf dem Friedhof. Upp. Okay. Oh, ein blauer Balken. Was passiert? Ich transferiere. So, jetzt nehmen wir, welchen nehmen wir jetzt? Das in der Mitte? Warte mal. Hier ist noch ein anderes Tor, das sehe ich. Naja, komm mit hierher. Ich folge dich, mein Baby. Was? Ja, du bist so eine Frau. Ja, und? Ich ja, dann muss ich doch Baby sagen. Der kaum aus seiner Rüstung gucken kann. Ja, ich weiß auch, warum du das Schild hast. Du hast Angst, dass man, ne, von hinten und so, oder so? Vielleicht hilft's ja. Tut es sogar. Ja, beim Barbaren ist gar nichts. Die Illusion werde ich dir gleich nehmen. Aber keine Angst! Ich weiß, was ich gehört. Ich frag vorher. Ich nehme keinen Hintereingang, wenn es nach vorne geht. Oh, hier ist noch wer. Wir haben wen über vergessen. Da, bitte. Soll keiner sich benachteiligt fühlen. Genau, wir haben genug Kraft für alle. Genug Zorn und Wut. Oh, bei mir sieht es im Moment nicht so gut aus, weil es viel zu wenig sind. Aber du kannst dich irgendwie hinspringen, ne? Ja, ich laufe dann zu dem Gegner. Ich mach dann diesen Schild an. Entschuldigung. Ohne Entschuldigung. Hier war ein Sarg. Ja, meinst du, da sind Piraten drin? Nein. Piraten, Vampire meine ich natürlich. Gott, wie kann man Piraten mit Vampire verwechseln? Wenn man ein weiblicher Kreuzritter ist, kann man das. Mein Gott, du erleuchtest mich. Ich beleuchte dich? Er leuchtet. Guck mal, ist das die Krone? Das ist doch schon so komisch. Nee, das ist nicht. Das ist nur ein Feuer. Schau, ey, das ist ein Geist. Ah, da ist eine Lady. Die Räuber haben mein Grab entweiht. Ah. Nun windet sich mein Mann in Pein, weil ich nicht an seiner Seite ruhe. Ich möchte wieder in die Truhe. Bringt meine Knochen zurück, auf dass wir in Frieden ruhen können. Das ist doch scheiße. Wenn man an den Knochen noch irgendwo gebunden ist. Das bist du für eine! Ich hätte das schon geschafft. Ich habe 11 Monster getötet. Stand da eben. Ja, so viele. Alle weg! Ah, alle ein weg. Trank. Ein Trank. Nimmt er die Tränke automatisch? Wenn du gegenläufst, ja. Nee, ich meine, wenn du jetzt im Kampf du verlierst. Ach so, nein, nein, nein. Weil... So, den Pein-Typen haben wir schon mal. Ich will nur noch seine Skelettkrieger. Upp. Da ist noch einer übrig geblieben. Die Vorfahren gebären mir Stärke. Oh, ich hab irgendwas. Warte mal jetzt. Ein Sprung, eine Fähigkeit freigeschalten. Aha. Ich muss mal kurz gucken. Mach das. Du hast hier liegen noch Sachen, die kann man noch mitnehmen und verkaufen. Und Gold. Du guckst auch gerade, ne? Alles. Ich hab doch alles. Warte mal, magische, ist das eine Einhandwaffe, 16,9, nehme ich. Und hiermit, 7,5, das ist Zweihand. So, das haben wir hier, Rüstung für die Schultern, die hatte ich noch gar nicht, du. Habe ich noch einen? Ach, da kann ich nur einen nehmen. Was habe ich hier?
Das habe ich schon, das habe ich schon, das brauche ich nicht. Na, magisches Schild, 55. Auch nicht schlecht, ne? Was ist eine schillernde Trine? Das ist nur für Begleiter, glaube ich. Ach so. Na gut, ich habe hier noch Sachen, die ich nicht nehmen kann. Ja. Magische Armbrust und... Ah, nee, die kannst du beim Schmied weiterverwerten. Daraus so. Kannst du Rüstungen bauen. Alles klar. Hat auch ein bisschen... Ach so, warte mal, ich glaube, ich habe auch noch einen Punkt zu vergeben. Hieb. Wo sieht man, dass man eine Rune hat? Na, ich guck nachher in der Pause. So, das ist jetzt... Na, zum Aufrüsten der Kräfte. Du kannst ja die Kräfte auch noch... Nicht. Nein. Na, das hieß Rune vorhin. Dachte ich. Das wird ein guter Kampf. Warte mal ganz kurz. Oh, nee, nee. Ich hatte sie schon getriggert. Ja, aha, mein Dran. Ja. Da sind alle, dann geh da weg. Geh da weg. Da sind welche. Ja, nee, ich will ja nur kurz wegen Fähigkeiten. Ja, dann gucke ich jetzt auch. Sekundär. Ach, da habe ich eine neue. Zerfleischen, kurze Hammer, keine Rune. Wird auf Stufe 11 freigeschalten. Zerfleischen. Ja. Ich weiß nicht. Er hat mir eine neue Fähigkeit angezeigt. Ach hier, Sprung. Manchmal kannst du alte Fähigkeiten auch aufbessern. Ich habe eine neue ausgewählt. Ich kann jetzt auch springen. Glaube ich. Ach so, bist du noch nicht so weit? Doch, doch. Alles gut. Lass uns anfangen. Da rennen wir einfach so durch die Knochen durch, ne? Wir müssen hier lang, ne? Ja, gar kein Ding mehr. Hier ist was. Heil dran. Hoppa. Ach, das sind nur Knochen, die da rumhampeln. Ich dachte, das wäre was Schönes. Ups, hier kommen wir wieder raus. Da, in der sich die Krone befindet. Ja, dann müssen wir... Bleibt ja nicht mehr viel über, weiter. Ne? Ne, eine noch. Ja, der stinkt da in der Mitte hier, ne? Mitte? Da brauche ich nicht. Ne, da ist verschlossen. Das ist auch alles drin, weißt du. Ui, ist noch einer. Da ist der Eingang. Der letzte. Ja, dieses... Ist das nicht dieses... Ach so, ja, alles klar, alles klar, alles klar. Hast du zwei Waffen, eine Sens und so ein komisches... Wir haben jetzt 18 Minuten, wir hätten mal eine kleine Pause machen sollen. Ja, können wir jetzt hier machen, gleich. Ja? Ja, dann müsstest du aber auch mal stehen bleiben. Ja, ich will jetzt hier noch... So. Ich habe jetzt wieder zwei Waffen, ja. Habe ich aber schon die ganze Zeit. Willst du jetzt hier Pause machen? Ja, kann man machen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut raus.